Martin Farkas. Добрый вечер. Guten Abend. Schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Farkas. Перед тем, как мы начнем разговор, мы сначала посмотрим некоторые кадры из вашего фильма. Warum haben die Menschen sich das Leben genommen? Diese Frage, die stelle ich mir heute noch. Warum? Ja. Warum? Sagen Sie mir das mal. Ich weiß das nicht. Junger Russe kommt freundlich außen auf mich zu und nimmt mir meine Tasche aus der Hand. Und ich denke, was will der denn? Ich dachte, er wollte sehen, ob wir irgendwie was Verbotenes bei uns haben. Ja, heute sagt man sich, wie konntest du so einen Gedanken haben? Es war doch Krieg und na, irgendwo waren wir ja auch noch Kinder. Und ne, das war's denn aber, der Anfang von der Plünderung. Aber es wirkte doch die Propaganda der Nazis, von Goebbels angefangen, die wirkte natürlich dann bis über den Schluss hinaus. Denn dann begann die Angst. Dann meinten sie alle auch bei uns dann zu Hause, ja, wenn die Russen kommen, die nehmen überhaupt kein Pardon und die schneiden den Kindern die Zunge ab und all solche Parolen, die haben sich hartnäckig gehalten. Und diese Wirkung, die war wahrscheinlich auch mit verantwortlich dafür, dass es mit, unter anderem mit, dass es zu diesen vielen Selbstmorden kam. Herr Farkas, hier sieht man sehr deutlich, glaube ich, worum es gestritten wird und wieso alle diese Leute das Leben, ihre Leben genommen haben. Und Ihrer Meinung nach war es wegen Propaganda von Nazi über diese bevorstehende Grausamkeiten oder war es wegen dieselbe Grausamkeiten, die schon passiert haben? Oder war es überhaupt eigentlich Ihr Ziel, ja, um herauszufinden? Ja, aber wir können bei der Frage erstmal bleiben. Ja. Warum ist das passiert dort? Warum ist es passiert? Warum haben sich einzelne Leute umgebracht? Wir wissen nie, warum ein einzelner Mensch am Ende sich entschließt und sein Kind nimmt und mit ihnen ins Wasser geht. Das können wir heute nicht befragen. Es ist, die Leute sind tot, die es vollzogen haben. Wir haben versucht, die Umstände zu verstehen und diese schwere Traumatisierung ein bisschen zu beschreiben und zu gucken, was daraus für Ungeheuer erwachsen über die Jahrzehnte bis heute. Aber warum es passiert ist, wir haben sehr verstanden, dass es diese ganze Propaganda natürlich gar nicht gestimmt hat. Die Russen haben den Kindern gar nichts getan. Die russischen Soldaten sind hergegangen, waren völlig überrascht von dieser Selbstmordwelle, haben die Leute aus dem Wasser gezogen, sie haben die vom Dachboden runtergeholt, haben ihnen den Arm verbunden, sie haben die Leute ins Krankenhaus gebracht, sie haben versucht, die Leute zu retten. Sie waren völlig überrascht, was das auslöst. Und es muss viel tiefere Gründe gegeben haben. Und wenn wir angucken, die Nazi-Ideologie, wenn wir die Nazi-Ideologie angucken, dann sehen wir schon in Mein Kampf, hat Hitler eigentlich beschrieben eine Ideologie, eine Fantasie, die, wenn man sie genau betrachtet, von vornherein eigentlich schon auf den Suizid ausgerichtet ist. In dem Moment, wo man sagt, ich will alles kontrollieren. Wir sind die Größten und natürlich sind wir nicht die Größten und natürlich können wir nicht alles haben. Und diese totalitäre Idee, die führt, weil sie scheitern muss. Und das steht auch, kann man wirklich in Mein Kampf schon lesen. Und es war dabei ein Bestseller, es war das meistverkaufte Buch in Deutschland. Da steht es drin, dass am Ende eigentlich sozusagen die Selbstvernichtung die logische Konsequenz ist. Und das haben sehr viele Nazi-Führer gemacht und es haben auch viele Leute in Deutschland gemacht. Es war nicht nur Endemin dort, sondern es war wirklich eine große Welle, die durch das ganze Land gegangen ist, die natürlich mit viel Gewalterfahrung zu tun hatte.
von allen Seiten, die aber auch mit sicherlich großen Schuldgefühlen zu tun hatte, die wirklich auch mit diesem Wissen darum, was für große Schuld die Deutschen auf sich geladen hatten. Und in gewisser Weise auch ein Alles oder Nichts, oder? Ein Alles oder Nichts. Also entweder man erobert die Welt, aber wenn man es nicht schafft, bringt man sich um. Das ist ein Aspekt. Und natürlich auch diese Angst, auch in dem Wissen darum, was die eigenen Leute gerade in der Sowjetunion angerichtet hatten. Es wird immer gesagt, sie wussten nicht, was da passiert ist. Mir haben viele Leute jetzt noch beim Filmzeigen erzählt, die damals Kinder waren, die Soldaten, unsere Soldaten, die im Urlaub zurückgekommen haben. Eine Frau letzte Woche in Zinnowitz, in Usedom, hat mir erzählt, der Onkel kam zurück aus dem Krieg und hat gesagt, wir Deutschen dürfen auf keinen Fall diesen Krieg verlieren. Wenn wir den Krieg verlieren, bringen die uns alle um. Bei dem, was wir dort gemacht haben. Aber es kam von Propaganda oder? Nein, das war seine Erfahrung. Seine persönliche Erfahrung. Er war ein Soldat, der mitgemacht hat. Er hat das schon überlebt. Das war 1944. Ah, okay. 1944 kommt er zurück in Urlaub aus dem Krieg in der Sowjetunion und sagt, wir dürfen den Krieg nicht verlieren, sonst bringen die uns alle um, weil wir so schlimme Dinge dort gemacht haben. Also es gab ein Bewusstsein dafür. Und dann ist es natürlich in jeder persönlichen psychologischen Situation, die einen Leute bringen sich um, die anderen fliehen. Die anderen sagen, okay, wir stellen uns der Schuld oder wir gucken, was passiert. So wie dieser Mann sagt, man hätte nichts tun müssen. Aber es ist sehr kompliziert. Es gab zum Beispiel, es waren nicht nur Nazis, die sich umgebracht haben. Es gibt eine kommunistische Zelle, gab es, die hat überlebt in den Minen, die waren im Untergrund, die haben versucht, gegen die Nazis zu kämpfen. Die mussten natürlich im Untergrund sein. Auch von denen haben sich welche umgebracht, als die Russen kamen. Also es ist sehr kompliziert und wir haben gesagt, wir können gar nicht jetzt unbedingt alle Gründe erforschen. Wir wissen nur, es gab diese schwere Traumatisierung. Und wir wissen heute aus der Forschung, dass wenn eine Traumatisierung, die führt zu einer Krankheit, die heißt posttraumatische Belastungsstörung. Und wenn diese Krankheit nicht behandelt wird, dann wird sie weitergegeben von Generation zu Generation. Gutes Stichwort, wenn sie nicht behandelt wird, weil es gab eine Szene in dem Film, die fand ich auch sehr interessant. Die können wir uns ja mal angucken, warum dieses Problem auch gerade in den ostdeutschen Ländern so stark ist. Ja. Die schauen wir uns gerne mal an jetzt. In der Schule hat man da nicht viel von gehört, im Geschichtsunterricht. Ne? Da waren die Deutschen schlecht immer oder so wie und die Russen gut. Aber so waren die, wenn man es hört, so gut waren die Russen ja dann auch immer nicht. Ne? So wie ich das weiß, wenn man jetzt was Falsches sagt, ne? Ich weiß ja nicht, aber so habe ich es gehört. Und in der Schule wurde es uns ein bisschen anders beigebracht. Also das fand ich interessant, weil es da ja darum geht, in der DDR waren die Russen eben die Freunde und da durfte darüber, dass es auch Taten von Seiten der Russen gab, durfte eben nicht gesprochen werden. Ja. Aber es ist so, dass ich zum Beispiel weiß, also das ist natürlich richtig, dass es die offizielle Doktrin so war, dass darüber nicht gesprochen werden durfte. In den Familien wurde sehr wohl teilweise darüber gesprochen, haben mir viele erzählt. Und es gab zum Beispiel auch großen Respekt vor Leuten. Es gab ja diese berühmte deutsch-sowjetische Freundschaft in den Betrieben. Und wenn in Demmin, hat mir eine Frau erzählt, dann gab es, alle sollten in der Brigade in die deutsch-sowjetische Freundschaft eintreten. Und wenn eine Frau gesagt hat, aber ich möchte das nicht, dann wurde das auch akzeptiert und das wurde respektiert. Also auch es gab schon diese Seite, nur in der offiziellen Aussprache war es nicht so. Ja. Sie haben auch gefilmt die Demos, die jetzt in Demmin stattfinden. Ja. Und was wollen die Menschen jetzt, die da demonstrieren? Also das ist ganz verrückt, weil wenn man genau anhört, was einer der wirklich ein Rechtsradikaler von der NPD, Peter Reit, was er dort sagt, er sagt eigentlich mit den gleichen Worten und in der gleichen Sprache genau die Dinge, er spricht über die Horden aus dem Osten, die kommen und so, und er benutzt die gleiche Sprache wie die Nazis, die Menschen damals dazu gebracht haben, sich selber umzubringen. Aber er meint wen mit den Horden aus dem Osten? Er meint die russischen Soldaten. Ja. Und er versucht, die Geschichte zu erzählen,
und glaubt, er kann die Geschichte benutzen, um zu sagen, eigentlich sind die Deutschen die Opfer des Krieges. Das ist so, für die Nazis ist es, für die Neonazis ist es unerträglich zu sagen, die Deutschen sind die Täter des Zweiten Weltkrieges. Die Deutschen haben den Holocaust vollzogen. Die Deutschen haben den Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion geführt. Das ist für die Nazis unerträglich. Und sie benutzen diese Geschichte in den Minen, um zu sagen, aber eigentlich sind die Deutschen die Opfer. Aber was er macht, wie er macht es genauso wie die Nazis damals, dass er den Leuten Angst einjagt und aus der Erinnerung total ausklammert die ganze Vorgeschichte, dass die Deutschen demokratisch Hitler an die Macht gebracht haben. Es kam nicht ein kleiner Österreicher mit einem komischen Bart und hat die Deutschen alle gezwungen, so zu sein. Die Deutschen haben demokratisch ihn an die Macht gebracht. Es gab diesen großen Antisemitismus, es gab diese Feindlichkeit gegen. Und die Deutschen haben bereitwillig, zu großer Mehrheit, das mitgemacht. Und das versuchen die Neonazis zu negieren und machen aber genau das Gleiche wieder, das, was man sehr schön in dem Film sehen kann. Eine kurze Frage. Diese Leute, die dort demonstrieren, ja, besonders jedes Jahr, ja, am 8. Mai, glaube, ja, ich, sind da viele dabei, die auch aus den Minen selbst kommen, oder kommen die alle aus dem Umland oder auch, ja, aus ganz Deutschland? Zum Teil aus ganz Deutschland. Es sind vorwiegend Leute aus der weiteren Umgebung. Es sind nicht so viele aus den Minen, aber es gibt ein interessantes Phänomen. Es ist so, dass es sowohl im Osten als auch im Westen über die Traumatisierung, die passiert ist, auch wenn die Deutschen zwar die Täter waren und sozusagen angefangen haben, trotzdem haben sie natürlich diese Gewalt, die Gewalt, die man selber ausübt, führt zu Traumata. Und auch die Gewalt, die man erlebt hat, die als Kinder erlebt haben, hat zu Traumata geführt. Und diese Traumata ist in der deutschen Gesellschaft, man konnte nie so gut darüber sprechen, vor allem nicht aus der liberalen linken Seite der Gesellschaft konnte man nicht gut darüber sprechen, weil immer die Gefahr war, dass man den Holocaust oder den Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion relativieren würde. Dass man sagen würde, naja, aber wir sind ja auch, und so, dass man anfängt so aufzurechnen. Und deswegen wurde das nie behandelt. Aber trotzdem gibt es ja diese schweren Traumatisierungen und gibt es diese Trauer. Und diese kleine Stadt ist überfordert und jetzt kommen komische Leute und machen einen Trauerzug. Also, und vorher gab es keine Form der Trauer und deswegen wollen einige Leute aus den Minen mitgehen. Es wird ihnen verboten. Der Arbeitgeber, die Stadt oder die Kirche sagt, wenn ihr da mitgeht, dann bringt ihr Schande über unsere Stadt, also dürft, okay, ihr nicht mitgehen, sonst verliert ihr die Arbeit. Was ich nicht gut finde, ja, ist auch nicht gut, weil man müsste offen diskutieren. Und es ist interessant, dass jetzt mit dem Film eine Diskussion in der Stadt begonnen hat. Es haben fast 4.000 Leute haben den Film in der Stadt gesehen. Die Stadt hat 10.000 Einwohner. Ja. Und es beginnt eine große Diskussion darum, ob es genügt, zu sagen, wir wollen die Nazis hier nicht haben, sondern ob man nicht auch anfangen muss, anders über die Ereignisse zu sprechen und ein würdiges Trauern zu beginnen. Also da fangen Diskussionen an und das ist natürlich ein großes Glück, wenn man so einen Film macht und dann beginnt so eine Diskussion. Und das ist eine Diskussion, die natürlich eigentlich ganz Deutschland betrifft. Dresden, ja, da ist es ja genauso schwierig, eine Sprache zu finden, ja, wie man über die Opfer redet. Genau, ja, genau. Ja. Und es ist ja nicht nur, es betrifft nicht nur, also ich habe mit vielen Deminern gesprochen in den letzten Tagen, in den letzten Monaten, aber ich war mit dem Film auch in anderen Städten gewesen. Und das Interessante ist, dass die Leute nicht sich erheben und sagen, ja, im Osten und die Nazis und in Demin, sondern dass die Leute verstehen, dass es um ihre eigenen Familiengeschichten geht. In München fangen die Leute an, über ihre eigene Vergangenheit, und auch ihre Haltung heute zu sprechen, weil es gibt in diesem Film diese ganz, sehr, sehr, sehr offen werden diese verschiedenen Seiten gezeigt. Der Handwerker, der sagt, dann arbeite ich, einmal muss ich für die Rechten arbeiten, einmal muss ich für die Linken arbeiten. Also diese verschiedenen Positionen, die man einnehmen muss, werden in dem Film gezeigt und jeder kann sich überlegen, wo steht er eigentlich und wo nimmt er Haltung ein. Und ich glaube, wir haben zwei letzten Fragen dann, ja, von mir, einen von Moritz. Ja. Und ich wollte noch ein Stück anschauen, ja, aber bevor, dieses Problem von unklaren Vergangenheit, ja, verstärkt das irgendwie die gemeinsame wirtschaftliche Situation in Mecklenburg-Vorpommern, die eigentlich nicht so gut ist, das weiß man. Also wird die Frage, ja, es wird verstärkt, ja, durch diese. Also es gibt ob das einen Zusammenhang gibt. Es gibt einen, das
schwer wissenschaftlich zu beweisen, aber es gibt eine Analyse von mir. Man weiß, dass Leute, die eine schwere Traumatisierung erlebt haben, oft sehr gut mit dem Leben klarkommen. Und wir sehen in Deutschland die deutschen Wirtschaftswunder, die Deutschen haben super funktioniert. Sie haben im Osten haben sie etwas aufgebaut, natürlich unter schwierigeren Rahmenbedingungen, weil sie von der ganzen Welt bekämpft wurden. Aber sie haben dort auch einen Staat aufgebaut, der einige Zeit ganz gut funktioniert haben. Und im Westen haben sie das Wirtschaftswunder gehabt. Also diese traumatisierten Deutschen waren sehr erfolgreich. Aber man weiß aus der neueren Forschung, dass diese Leute, die so gut funktionieren, nach einem Trauma, sobald eine Krise kommt, sind sie sehr überfordert und bekommen sie stärkere Ängste, als angemessen sind und sind überfordert von dieser krisenhaften Situation. Und ich glaube, das kann man wirklich in Demmin sehen. Demmin war in den 70er, 80er Jahren eine ganz lebendige Stadt wieder geworden. Aber Demmin hat die Wende von Ost zu Gesamtdeutschland, nicht so gut weggesteckt wie die Städte außenrum. Aber wie viele mehrere Städte in Mecklenburg-Vorpommern? Vielleicht schauen wir das Stück kurz mal an. Die Einwohnerzahlen gehen ja auch immer weiter zurück. Die jungen Leute ziehen alle weg. Die Stadt ist tot. Geschäfte werden immer weniger da. Durch die ganzen Supermärkte ringsherum. Das ist zu viel für so eine kleine Stadt. Ja, das lässt sich auch so schnell nicht ändern, wahrscheinlich. Lässt sich so schnell nicht ändern, aber es ist interessant. Ich glaube, dass diese Abwehr, die passiert heute, das ist sehr interessant, weil ich bin jetzt ganz voll von diesen Diskussionen, die wir in Demmin in den letzten Tagen und letzten Wochen immer wieder gehabt haben, dass die Leute sagen, wir müssen verstehen, dass es Teil unserer Identität ist, diese schwere Traumatisierung. Und solange wir sie abwehren und solange wir sie, psychologisch sagt man, abspalten, werden wir nicht wieder auf die Beine kommen. In dem Moment, wo Demmin sagt, das ist ein Teil unserer Geschichte und wir gehen damit um und wir nehmen das an, kann Demmin auch ein Raum werden, wo wieder intelligente Leute hingehen, wo Leute, die reflektiert sind, hingehen, weil sie sich anders zu Hause fühlen können. Und es kann fast ein Beispiel für Deutschland werden. Also das ist die große Chance für Demmin gerade. Eine letzte Frage habe ich noch. Haben Sie eigentlich auch versucht, mal russische Soldaten zu finden, die damals dabei waren bei der Einnahme der Stadt? Wir haben, als wir versucht haben zu verstehen, was dort passiert ist, haben wir Historiker geschickt nach Moskau in Militärarchive. Die haben einiges gefunden. Und wir haben sogar Leute gefunden, die sind die Kinder von Soldaten, die in diesen Tagen in Demmin waren. Einen haben wir gefunden in Irkutsk und einen haben wir gefunden in Kalifornien, die nach Kalifornien ausgewandert ist. Also wussten die was? Sind Russen, was Russen, davon? Die Russen, die wussten das davon, so. Die waren auch bereit, darüber zu reden, aber es war so ein Riesenthema, was entstanden ist, dass wir gesagt haben, am Ende des Films steht es, Fortsetzung folgt, das muss ein neuer Film werden. Es ist ungeheuer interessant. Aber es ist, hat die 90 Minuten, die wir zur Verfügung hatten, hat es gesprengt. Aber es ist natürlich ganz wichtig, diesen Aspekt zu erzählen. Und irgendwann muss das jemand machen. Wir sind gespannt auf die Fortsetzung des Filmes. Vielen Dank. Vielen Dank.